So. Hallo und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes, A Devil's Daughter, again. Ich hoffe, jetzt sind wir an der richtigen Stelle. Ja, das sieht ziemlich gut aus. So. Ich durfte nämlich gerade den Anfangspart nochmal spielen. Mit der Verfolgungsjagd. Weil das irgendwie nicht passend gespeichert hatte. Ich Yippie! muss wissen, was da drin vorgeht. Gut. Dann werden wir da mal reingehen. Also. Hallo? Zu. Ja, schön, dass es zu ist. Ich habe jetzt ein wenig länger nicht gespielt. Weil ich ja jetzt Prüfungen hatte und deshalb ist das mit der Steuerung gerade alles super. Ich muss dem Typen hinterher. Ja, ich will dem Typen ja. Ach, da oben ist ein Loch. Vielleicht dahin. Kletter, Junge, kletter! Ja, doch. Didi. Ja. Zu gefährlich zum Reingehen. Gut, dann halt nicht durch den Haupteingang. Wäre ja auch zu einfach. Mal hier probieren. Ja, sieht gut aus. Ja, und auf Mal brauchst du dich auch nicht mehr ducken, war ja klar. Wie kann ich denn rennen? Konnte ich rennen? Ich weiß es nicht mehr. Fenster einschlagen? Hä? Ich kann nichts erkennen. Ja. Ich kann nichts erkennen. Gut, dann erkennen halt nichts. Und dann erkennen wir hoffentlich hier was. Ah ja. Was? Oh. Oh Mann, so viel teures Zeug. Ja, hätte ich hier auch Ein sagen können. Wappen. Das könnte nützlich für Mr. Holmes sein. Ich zeichne es mal ab. Wenn du so gut zeichnen kannst, viel Spaß. Hallo Junge? Noch irgendwas? Hallo? Was könnten wir denn noch? Die Lampe ist schön. Das da. Oh Mann, so viel teures Zeug. Bilder sind immer gut. Waffen. Kronleuchter? Nein, gut. Oh Mann, Ja, so viel teures. das wussten wir jetzt schon. Geh weg. Gut, Junge. Ab zur Hintertür. Irgendwas Schönes? Nein. Zu gefährlich zum Reingehen. Gut, also konntest du jetzt nur sagen, dass der Typ teures Zeug hatte. Und dass da ein Wappen war. Schön. Gut. Wie kam ich denn nochmal? Nein, gut. Da komme ich so nicht rein. Zumindest nicht hier drin. Junge, du bist langsam. Nein, ich bin hier noch nicht fertig. Gut, schön, dass du noch nicht fertig bist, aber. Ah, da ist er. Da ist der Mann. Leben hier nur zwei Leute? Was für eine Verschwendung. Ja, da könnte man Leute stapeln. Leben hier nur zwei Leute? Was für eine Verschwendung. Danke. Ich dachte, das wäre der Stuhl. Säcke voller Essen. Gefällt mir. Ja, gefällt mir auch. Hätte ich auch gern. Zeit für den Bericht an Mr. Holmes. Ich muss hier verschwinden, bevor Sie mich erwischen. Ja, dann renn, Junge, renn! Kletter halt da drüber, wenn da ein Typ steht. Ist super. Die Jagdgründe. Ja, mit dem Notizbuch können wir den Stand der Ermittlungen überprüfen. Aufgaben und Beweise und so weiter. Da und dann kam noch irgendwas, keine Ahnung. Gut. Ziemlich seltsam. Was schließen Sie aus dem, was Wiggins herausgefunden hat, Holmes? Ja, was schließe ich daraus? Das werde ich jetzt selbst herausfinden. Das Wappenbild ist wirklich angefertigt heute. Ja, gut. Wo ist denn das Wappenbild? Ich suche das Wappenbild. Missing. Didi 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 didi.
Gut. Gut. Überforderung. Das würde ich gerne machen, aber wie mache ich das? Mache ich das in meiner Bibliothek? Oh, jetzt kann ich wieder rennen, ja. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurück... Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Er geht mir auf den Sack. Es tut mir leid. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Jo, gut, dann... Oder muss ich das hier überprüfen? Wahrscheinlich. Ja, guck mal, da ist es ein Kätzchen. Gute Arbeit von Wiggins. Gut. Jetzt kann ich das... Wahrscheinlich, ja. Das Bild des Wappens, das Wiggins angefertigt hat. Ja, im Archiv. Gut, jetzt zum Archiv. Nehmen wir das hier. Zeichen und Symbole. Oder haben wir hier noch was anderes? Kriminalistik, nee. Zeichen und Symbole ist wohl... Religiöse Waren und Markenzeichen, englische Familienwappen, die nehmen wir doch mal. Das Familienwappen der Familie Marsh. Der gegenwärtige Repräsentant der Familie ist der bekannte Wohltäter Lord Edward Marsh. Er hilft den Armen und Bedürftigen von Whitechapel mit Lebensmitteln, warmer Kleidung etc. Hallo? Darüber hinaus ist Lord Marsh der Mitbegründer des sogenannten Sonderausbildungsprogramms, mit dem arme Menschen die Möglichkeit einer Ausbildung erhalten. Lord Marsh residiert in Free Mainsbury Road, London. Mhm. Gut, was wir alles über den wissen. Sehr schön. Dann fahren wir doch mal fort. Da, gefunden. Dieser Mann könnte also Lord Marsh sein? Ein Lord, der sich in Kneipen herumtreibt. Statten wir Lord Marsh einen Besuch ab und tun wir so, als ob wir uns für seine Wohltätigkeit interessieren. Natürlich tun wir das. So wohltätig wie der Mann ist, müssen wir dahin. Mr. Holmes, Sie haben Besuch. Sagen Sie, er soll warten. Ich fürchte, das wird nicht helfen. Diese junge Dame weigert sich zu warten. Was? Vater! Caitlin! Ihr Internat wurde überschwemmt, also hat man alle nach Hause geschickt. Es war dort auch so schon muffig genug. Wir haben eine Tochter? Güte, wie bist du nur so schnell so groß geworden? Du bleibst hier. Es wird sich ein Bett finden. Holmes, sie kann natürlich mein Zimmer haben. Sag, was meinst du dazu, Kate? Hast du einen neuen Fall? Eine edle Dame, die erpresst wird? Oder eine Liebesgeschichte zwischen einem Prinzen und einer Jungfer? Wer weiß, wer weiß. Du wirst es mir doch verraten, Vater. Aber das macht Watson eifersüchtig. Genau. Na schön, viel Spaß. Ich werde meinen Koffer auspacken. Helfen Sie mir, Mrs. Hudson? Halt, stopp, klärt mich auf. Seit wann hat Sherlock eine Tochter? Ich bin verwirrt. Okay. Gut. Ja, das Wappen, das hatten wir. Ich bin verwirrt. Da irgendwo Marsh raus, da wollen wir gleich hin. Statten Sie Lord Marsh einen Besuch ab. Aruf auf nach Haus Marsh. Oh, ja, wir gucken uns die Notizen an. Naja, also nicht wir, also Watson. Watson, guck dir das an, los! Mm-hmm. Practical Motherhood and Parentcraft, okay. Wir wollen ein besserer Vater werden. Holmes, wegen Caitlin. Ja? Sie ist groß geworden. Glauben Sie nicht, dass es Zeit wird, ihr zu erzählen? Ihr was zu erzählen, Watson? Nun, von Ihrem Vater. Nein, das kommt nicht in Frage. Hören Sie. Holmes, Sie waren verantwortlich für seinen Tod. Sie müssen ihr die Wahrheit sagen. Sie ist alt genug dafür. Ich würde Sie verlieren. Verstehen Sie nicht. Sie darf es niemals erfahren, Watson, klar? Holmes. Das darf und wird nicht passieren. Oh. Jetzt gibt's Beef. Wenn du meiner Tochter das verrätst, die nicht meine Tochter ist, dann gibt's auf die 12. Gehen wir hinein. Ja, gut.
wenn das deine Antwort ist, dann klopfe ich. Komm. Ja, ich gehe rein. Hallo. Zeitmesser. Nein, Luftfeuchtigkeit. Ich habe keine Ahnung. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Oh, yes. Ich guck dich mal an. Oh, du hast rote Augen. Ganz viele. Verheulte rote Augen. Er fühlt sich nicht gut. Schlafmangel. Es sieht so aus, als würde er sich nicht gut fühlen. Ja, ja, ja. Hallo. Ja, ich bin für... Er fühlt sich nicht... Gut, ich würde gerne weiter. Hallo, Escape. Hallo, es passieren Dinge. Gut. Oh, er hat einen Ring. Er ist wohlhabend, ja, das ist er. Ja, wenn wir das... Hallo! Gut. Was haben wir hier noch? Decke. Er ist krank. Er verheimlicht etwas, eindeutig. Tabletten. Starke Schmerzmittel. Starke Schmerzmittel. Ich würde ja eher sagen, dass er krank ist. Aber vor allen Dingen mit dem Tee. So, was haben wir noch hier? So, was bist du? Notizbuch. Lord Marsh, persönlicher Assistent. Kochrezept. Ja, koch mal bitte, Mr. Wer auch immer. Oh, achso. Hupsala. Lord ist... Nein, kein Kochrezept. Also du bist der... Na, was haben wir hier? Mitglied eines Jagdclubs, ah ja. So ist das also, du komischer Fritze. Nein, ich will... Irgendwas gibt's hier noch mit dir. Die Frage ist bloß, was? Vielleicht nichts in deinem Gesicht. Was habe ich nur übersehen? Er ist wohlhabend, ja. Yeah. Er fühlt sich nicht gut, ist wahrscheinlich, und er ist krank, er verheimlicht etwas. Achso, ich kann die Sachen immer wieder... Okay, ich hätte gesagt, er ist krank. Gut. Kann die Sachen immer wieder umstellen. Ah! It's the doctor. Er ist Arzt, würde ich sagen. Gut. Ich würde mal sagen, der Typ ist krank. Gut, dann beenden wir das doch. Hä? Das... Ich glaube, das, was ich gemacht habe, war nicht ganz korrekt. Was haben wir denn noch? Dann ist es halt Schlafmangel. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er krank ist. Starke Schmerztabletten. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Es tut mir leid. Ungenaue Analyse. Ich kann auch niemanden genau analysieren hier. Okay. Reuben Fischer ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Er ist gebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Reuben Fischer ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seiner teuren Kleidung und an seinem wertvollen Goldring. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben.
Er ist krank, weswegen er in eine Decke gewickelt ist, obwohl es im Zimmer recht warm ist. Seine Augen sind gerötet, vermutlich wegen Schlafmangel oder vielleicht aufgrund von Alkoholkonsums. Wer weiß das schon? Was haben wir hier? Achso, auf dem Tisch von Lord Marsh steht eine geöffnete Packung starker Schmerzmittel. Gut. Starke Schmerzmittel. Stören wir etwa? Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Reuben Fisher. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus. Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt, voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fisher, der zugleich mein Leibarzt ist. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, my Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nur eine Grippe. In ein paar Tagen geht es mir wieder besser. Ich kann es schon spüren. Schmerzmittel. Wenn dem so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Ja, und Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Mhm. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich, als Arbeiter verkleidet, andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit, für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger Gesegneten, London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch. In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fisher hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Ja, wir beenden das Thema. Ich will gehen. Ciao, Kakao. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Ja, das ist Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Gibt es noch etwas, das Sie interessiert? Sie interessieren mich. Ich will Sie umbringen. Nein. Oh, das gucke ich mir auch noch an. Lord Marsh, auf der Jagd mit Freunden. Ja. Ah, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Immer diese Kampfleute. Alles zu seiner Zeit, Milord. Letztes Jahr schlossen drei Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Oh ja. Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Hallo? Ach nee, das ist I. Ich suche das T und drücke auf I. Es ist auch sehr schön. Unterlagen. Dokument mit Siegel! Ja, schau mir das. Ja. Schönes Siegel hier. Sehr geehrter Lord Marsh, das hier ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Strobridge, William Thatcher und Reginald, Gott, ist das ein Scheißname, Staple. Oh nein,
Warum? John Strawbridge. Ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem vermissten Plakat. Das war anscheinend richtig. Ohne, dass ich kann es nicht ganz überblicken. Wollte. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen Ihnen ihr Leben verdanken? Sie machen mich ganz verlegen. Aber ja, diese Menschen sind fast wie eine Familie für mich. Eine ziemlich große Familie, klar. Würde ich sagen. Ha, ja, die Liste wäre länger als Ihre Kurzgeschichten. Wie lang genau? Nun, Dr. Fischer ist für die Aufzeichnungen verantwortlich. Können wir einen Blick darauf werfen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Liste ist vertraulich. Ich lege größten Wert darauf, Mr. Holmes. Immer dieser Datenschutz. Nun, wir werden Ihrem Ausbildungsprogramm auf jeden Fall eine Spende zukommen lassen. Nun müssen wir aber los. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Vielen Dank, Mr. Holmes. Wir werden jetzt verschwinden und fahren nach Hause. Tschüss. Was kann ich mit B machen? Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus ein Hallo herleiten und den Rest konnte ich nicht mehr. Warte, was haben wir denn hier vermisst? So ein Ausbildungsprogramm. Hörst besonderer Job. Könnte mein Club. Also die Vermissten stehen eigentlich mit dem Sonderausbildungs- und dem Gut, dann kann ich das wieder zurücknehmen irgendwie? Weil das kannst du nicht. Hallo, dann will ich nicht die Vermissten. Wie mache ich das? Kann ich nicht das so ein Ausbildungsprogramm mit den Ah, so mache ich das, okay. Dann will ich das so ein Ausbildungsprogramm und nehme das mit dem besonderen Job. Oh, ich glaube, das war richtig. Was ist das? Was passiert hier? Was ist das? Oh! Keine Verbindung, der besondere Job, den George Hurst erwähnte, hat nichts mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun. Verbindung. George Hurst, besonderer Job und Lord Marsh, Sonderausbildungsprogramm haben etwas miteinander zu tun. Ja, da bin ich von überzeugt. Und was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann beende ich das weiter. Mal. Ich bin verwirrt. Dieses Ding macht mir Angst. Ich verschwinde jetzt aus diesem Haus. Denn es macht mir Angst. Ich habe noch nie so viele Hilfspakete für Arme gesehen. Und was hier? Säcke voller Essen. Oh. Hilfe für Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Ich glaube, da sollten wir hin. Ich gehe jetzt aber. Ciao. Ich würde ja jetzt... Hallo. Oh Gott, ich habe Dinge. Bei Lord Marsh wurde Grippe diagnostiziert. Allerdings scheint seine Erkrankung schwerwiegender zu sein. Dr. Reuben Fischer hat zugegeben, dass er sich verkleidet, um den Armen und Bedürftigen in London Arbeit anzubieten. Ja. Eine Liste von Teilnehmern am Sonderausbildungsprogramm, die sie in Lord Marsh Haus gefunden haben. Die Namen lauten Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Strowright. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. William Thatcher, Reginald Staple. Lord Marsh und seine engen Freunde Lord Collins und Lord Harrington sind Mitglieder eines Jagdclubs. Ja, das hatten wir ja schon. Achso. 1889 gründete Lord Marsh zusammen mit Freunden das Sonderausbildungsprogramm für Arme und Bedürftige. Es könnte sein, dass George Hurst gegenüber seinem Sohn Tom etwas darüber gesagt hat. Das sollten wir erfragen. Oh. Sollten wir das bei ihm überfragen? Befragen? Oder sollte ich jetzt einfach gehen? Ich bin verwirrt. Ich gehe da nochmal hin. Da fragen wir nochmal. Danke, dass Sie sich für mein Werk interessieren. Nein. Sie sind der Erste, der uns helfen will. Gut. Dann fahre ich halt nach Hause. Tschaußen, Kabausen. Thank you.
Uiuiui. Das war doch mal wieder ein heiteres Chaos. Und wenn wir dann in unserer Kutsche angekommen sind, dann sind wir zu Hause, wohl angekommen. Unsere Tochter ist verschwunden. Naja, und wir verschwinden jetzt auch und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge kommen wir doch mit einem neuen Stil daher, damit uns die Leute vielleicht nicht mehr ganz so unterschätzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.